Im Trinkwasser dürfen keine krankheitserregenden Keime vorkommen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können. So die Deutsche Trinkwasserverordnung, § 5 Absatz 1. Für die Unbedenklichkeit und Reinheit des Trinkwassers ist ab der Übergabestelle der jeweilige Hausbesitzer verantwortlich. Deshalb zeige ich heute, wie ich einen adäquaten Hauseingangsfilter in unsere Kaltwasserleitung einbaue. Während ich vorbereite, erzählt euch Yasin mehr zum Filter. Die Viking-Hauseingangsfilter, die sind wirklich dafür gedacht, dass da große Durchflussmengen gehen. Also bis zu 25 Liter pro Minute macht der, wenn man die grobe Filterversion genommen hat, mit 20 Mikrometer äußere Filterschicht und 5 Mikrometer innere Filterschicht. Für die Fanatiker unter euch mit 10 Mikrometer und 1 Mikrometer innere Filterschicht, da hat man dann nur noch 10 Liter pro Minute Durchfluss und der Filter wird dann alle 40.000 Liter gewechselt. Wenn man natürlich wieder die 25 Liter pro Minute erreichen will, dann würde man mit der feineren Version, dann würde man die 2 Stück parallel mit installieren. So hätte man dann 20 Liter pro Minute, die normalerweise komplett ausreichen. Okay, los geht's. Die Installation des Filtergehäuses ist ab Werk mit dieser Montageplatte vorgesehen, die mit 2 Schrauben an der Wand befestigt wird. Der hier eingebaute Systemtrenner hat glücklicherweise die passenden Abmaße von 15 cm, die ich für den Einbau des Aquaphor Viking benötige, weshalb ich mir dann die Wandmontageplatte spare. Wie ich einen anderen Systemtrenner einbaue, zeige ich in einem zukünftigen Video. Also abonniere unseren Kanal, damit du über neue Uploads von uns informiert wirst. Zum Abbau benutze ich einen 36er Gabelschlüssel, verschiedene Rohrzangen und einen Sanitärkreuzschlüssel. Wie du siehst, muss ich ein bisschen tricksen, um die alten Verschraubungen herauszubekommen. Falls du eine Stelle langsamer sehen möchtest, kannst du unten rechts im Player auf das Zahnrad-Symbol klicken und die Geschwindigkeit anpassen. Da man jetzt nur mich beim Arbeiten sieht, zeige ich dir lieber noch weitere Informationen zum Filter. Oben rechts in der Infobox gibt es den Link zur Website. Dort kannst du die Spezifikationen in Ruhe lesen. Das Öffnen des Filtergehäuses ist denkbar einfach. Nachdem ich den Knebel abgeschraubt habe, fällt der Verschlussring schon von alleine herunter. Ich kann den Deckel abnehmen und sehe die O-Ring-Dichtung. Auch hier im Deckel am Anschlussnippel zum Filtereinsatz befindet sich ein O-Ring. Als nächstes brauche ich den Filtereinsatz. Mal schauen, was sich alles in dem Karton befindet. Aha, der Filter in Plastik verpackt. Und ein kleiner Zettel mit der Beschreibung. Jetzt stecke ich ihn in das Gehäuse. Oh, schau mal, die Dichtung besteht aus 2 O-Ringen. Das ist eine clevere Lösung. Also rein damit und den Deckel drauf. Super, jetzt lege ich den Verschlussring wieder an und verschraube ihn mit dem Knebel. Das ist ja ein tolles System. Yasin. Genau, deswegen Aquaphor, weil Schwermetalle werden sicher gefiltert und beim Hauseingangsfilter sind Bakterien, so wie bei allen anderen Aktivkohlefiltern ohne Hohlfasermembran, nicht sicher gefiltert. Deswegen sollte man sowieso, sage ich mal, wenn man jetzt da Angst vor Bakterien und Viren hat, diesen K7B normalen Untertischfilter einsetzen. Das heißt dann eigentlich nur gleich an der Trinkstelle den K7B Untertischfilter und sei es drum mit der Duschwasserfilterung. Für die Leute, die es filtern wollen, kann man auch Duschwasser filtern. Haben wir auch im Sortiment. Ich habe es noch nicht online gesetzt. So, ich schraube mal die Verschraubungen ab und schaue, ob da auch Dichtungen drin sind. Oh, auch O-Ringe, die an einem Konus dichten. Das ist ja die beste Lösung, die ich bisher gesehen habe.
Jetzt kommen die Verschraubungen in die Installation. Oben rechts in den Infokarten habe ich ein Video für dich, das zeigt, wie man das Gewinde aufhanft, um die Verschraubung richtig abzudichten. Zu meiner Freude muss ich mich dank der O-Ringe in der Verschraubung nicht um Dichtungen kümmern. Natürlich achte ich auf die Flussrichtung beim Einbau. Da 36 der größte Gabelschlüssel ist, der mir zur Verfügung steht, muss ich die Verschraubung mit der Rohrzange festziehen. So, fertig. Jetzt lasse ich das Wasser ein paar Minuten laufen, um die Verarbeitungsrückstände ablaufen zu lassen.